Ein bunter Vogel war Günter Gabriel schon immer. Auch in der vergangenen Woche wählte er das passende Outfit zum Auftrittsort. Oh, Hilfe. Er ist in einem Restpostenmarkt zu Gast. Ein Fan erwartet ihn bereits. Du hast ja auch Big G. Natürlich. Ja. Hab ich von dir geschenkt gekriegt. Ja, Big G ist doch das Ding. Big G, komm her, mein Freund. Ja, sicher. Gut, to see you. Das sind nämlich Leute, das sind keine Daumenlutscher. Wer mich liebt als Fan, der hat was in der Birne drin. Denn diese Helene Fischer-Fans und Dieter Bohlen-Fans, das sind Daumenlutscher. Aber wir sind diese Leute. Wir nehmen nicht alles hin. Stimmt's? Ja, danke. Darum lieben wir uns. Genau so werde ich nach Australien fliegen. Mit dieser Aufmachung. Ich sage es euch. Die Schuhe, weil ich meine Füße sind ein bisschen kaputt. Weil ich zu viel Fußball gespielt habe. Die Pinksocken, mein Schiff ist pink, mein Cadillac ist pink, meine Seele ist pink, mein Herz ist pink. Was ist pink? Pink ist eine Schutzfarbe, eine religiöse Farbe. Die Kardinäle in Rom tragen auch pink Schals. Das ist eine Schutzfarbe, die beschützt dich vor den Strahlungen, den negativen Einstrahlungen. Anlass für das Gastspiel ist die Eröffnung des Sonderpostenmarktes. Der Job ist ein Freundschaftsdienst. Guten Tag. Guten Tag. 20.000 Leute, toll. Die Mühen in der Billy-Billig-Ebene. Dagegen ist das Dschungelcamp bestimmt eine Wohltat. Wir fangen jetzt mal an, dass die Leute kommen. Komm, nun mach doch mal, Mensch. Wir sollen doch mal anfangen hier. Also, Arschlöcher doch. Wir sehen uns gleich mal. Achtung, ihr seid so der harte Kern von Billy-Billig, nehme ich an. Und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass ihr noch eine Stunde bleibt, bis ich das letzte Lied gesungen habe. Und wenn er vorher geht, denkt dran, bei Saturn, Mediamarkt könnt ihr meine Platten kaufen. Und bei Billy Billig kann man auch welche kriegen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ich sage, der Barde hat eine Karriere mit Höhen und Tiefen hinter sich. Wobei die Tiefen sehr tief waren. Noch in den 70er Jahren ein gefeierter Country-Star, war er in den 80er Jahren nicht nur finanziell so gut wie am Ende. Damals lagen 4 Ehen, Alkoholprobleme, Pleiten und Obdachlosigkeit hinter ihm. Heute lebt der mittlerweile 73-jährige Musiker wieder halbwegs normal. Seit 17 Jahren wohnt Günter Gabriel auf einem Hausboot im Hamburger Hafen. Letzte Vorbereitungen auf die Grenzerfahrung Dschungelcamp. In 3 Tagen soll es losgehen. Die paar persönlichen Dinge, die er mitnehmen darf, zum Beispiel ein Kuschelkissen, sind schon herausgesucht. Dazu kommt, etwas überraschend, was für obenrum. Aus Gründen der Eitelkeit. Prost! Und ich habe ja natürlich in den letzten Jahren verdammt Haare gelassen. Ne? Im Fernsehen habe ich meistens so ein Haarteil. Ne? Ich werde jetzt morgen zu Udo Walz gehen und sage, Udo, pass mal auf, die Haare haben sich ein bisschen geändert. Gleich das mal an und beschneide das mal ein bisschen. Ist doch ein Gag, ist so geil. Mehr nehme ich nicht mit. Reis mit kleinem Gepäck, hat schon Goethe gesagt. Und so mache ich das auch. Ich nehme meine kleine Tasche mit und dann eier ich dahin. Mehrmals sollte Gabriel schon mit ins Dschungelcamp. Zusagte er erst für die Staffel in diesem Jahr. Wobei es nicht ums Honorar ging. Entscheidend ist eine ganz was anderes, wo ich nicht drauf gekommen bin, dass plötzlich alle meine Geschäftspartner, mit denen ich Songs verlegt habe, Verleger und so, alle wach geworden sind und sagen, was für eine geile Chance, dass wir alle deine Lieder nochmal richtig positionieren für die ganzen jungen Bengels und Daumenlutscher, die dich gar nicht kennen. Da sage ich, ja, eigentlich ist es auch gar nicht gut, dass mich alle kennen müssen. Ja? Ich habe ja nicht diesen Helene Fischer-Effekt, ja? Will ich auch gar nicht. Jedermanns Liebling ist jedermanns Depp. Vor 30 Jahren traf Gabriel mit seinen Fernfahrersongs den Nerv des kleinen Mannes. Ein Kumpeltyp, der von finanziellen Nöten sang und damit Millionen verdiente. Hey, 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 Boss, ich brauche mehr Geld. Gabriel bewohnte eine 10-Zimmer-Wohnung in Berlin, fuhr teure Autos und eine Harley. Als der Erfolg ausblieb, folgte der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Ich habe nämlich dann 10 Jahre in einem Wohnwagen gelebt. Auf der Autobahn. 10 Jahre. Bitter. Einsamkeit, keine Frau,
keine Freunde mehr. Alle haben sich von mir getrennt. Mein Entdecker, meine Mitschreiter auch. Hier Peter Maffay, der von mir nichts mehr wissen wollte, mit dem ich lange Zeit befreundet war und so weiter. Das war ganz bitter. Und ich war auch da haarscharf mal an Starnberg in Seeshaupt, wo Peter wohnte. Ich wollte mit ihm eigentlich gerne arbeiten. Ich war depressiv, so tief depressiv, dass ich wie Ludwig der Zweite oder wie der Typ heißt, mich da versenken wollte im Starnberger See. War 92, werde ich nie vergessen. Vor 6 Jahren plagen Gabriel 500.000 Euro Steuerschulden. Seine Geschäftsidee damals, jeder kann ihn buchen. Für 1.000 Euro. Es folgt eine Reise durch die Wohnzimmer dieser Republik. Hunderte von Auftritten hat er absolviert. Hier ist er Stargast auf einer Gartenparty in Brandenburg. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Ja, wir sind alle da. Ein langer Weg führte mich zu euch. Lass sie umarmen. Du hast Geschmack bewiesen. Es hätte schlimmer kommen können. Zum Beispiel Hanse Hinterseer. Oder Kasse oder was. Wo ist dein Mann? Darf ich ihn auch so? Ja. Als besondere Überraschung, los. Als besondere Überraschung. Ist einer der größten Idioten Deutschlands. Haben wir heute eingeladen, Gunter Gabriel. Wir hoffen, dass alles gut war. Der Lage kam rund um die Uhr. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann, oh yeah. Sein Zuhause, das ist die lange Autobahn. Was dabei rauskam, war viel, viel mehr, als ich eigentlich wollte. Ich persönlich bin bereichert worden. Und nicht mit Geld, sondern mit diesen wunderbaren Erlebnissen. Mit Menschen zusammenzukommen, die sagen, wie ist das möglich, dass man dich umarmen kann? Ist doch großartig, dass wir so sind. Ihr seid doch keine Daumenlutscher. Ihr habt mich da engagiert, weil ihr meine Lieder gut findet. Warum habt ihr nicht Peter Maffay engagiert? Und das ist es. Das ist immer beglückend. Und mein Musiker, der immer mitfährt, der sagt, das ist was Großartiges. Mittlerweile ist er schuldenfrei. Von sich selbst sagt Gabriel, er sei sich für nichts zu schade. Eine Einstellung, die ihn wieder auf die Bühne brachte. Die Probleme des kleinen Mannes und die Ungerechtigkeiten des Lebens sind noch immer seine Themen. Auch oder gerade beim Auftritt im Sonderpostenmarkt. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Staat läuft. Denn die Großen, die verdrehen das Geld ins Ausland, wie Uwe Hoeneß zum Beispiel, auch so eine Drecksau. Ja, der sagt, ja, das ist ganz klar, darüber kann man nicht lachen. Das ist doch einer, der uns alle betrügt. Der uns alle betrügt, indem er keine Steuern zahlt. Weil dieser Staat kann nur existieren wegen der Steuern. Wo kommen die her? Die fallen nicht vom Himmel. Wenn ich hier nicht stehe auf der Bühne und heute mache ich es ja nur mal ausnahmsweise umsonst. Aber sonst, wenn ich kein Geld in der Tasche habe, ich bin noch niemals zum Staat gegangen und habe gesagt, gib mir. Niemals. Hilf dir selbst. Das war immer meine Losung. Hilf dir selbst. Sonst hilft dir keiner. Gabriel hat sich geholfen. Auf dem Höhepunkt seiner Wohnzimmertour erhält er das Angebot, in einem Musical Johnny Cash darzustellen. Es wird ein Erfolg. Vielleicht, weil die Leute die Songs einer verstorbenen US-Legende hören wollten. Vielleicht aber auch, um Zeugen einer deutschen Wiederauferstehung zu sein. Der Country-Star aus den USA ist Gabriels größtes Vorbild. Auch privat waren die beiden Musiker gut befreundet. Höhen und Tiefen haben beide erlebt. Die Philosophie von Cash und mir ist vollkommen identisch. Wir singen für die zu kurz gekommenen. Für die, die im Leben was auf die Schnauze gekriegt haben. Und das drückt er mit ganz klaren Worten aus. Der beste Song ist Boy Named Sue, ein Junge namens Susie. Habe ich in Deutsch gemacht. Och, das ist auch mein Song, weil mein Vater genauso ein Arschloch war wie der Typ in diesem Song. Ja. Mein Vater brannte durch, da war ich gerade 4 und da ließ nicht viel meiner Mutter und mir. Nur diese Gitarre und eine leere Flasche rum. Da taufte mich. Von Cash, sagt Gunter Gabriel, habe er gelernt, dass man sich immer anstrengen müsse. Ob auf der großen oder der Supermarktbühne. Und auch wenn ihm nur eine Handvoll Menschen zuhört. Alte Rock'n'Roll-Schule eben. Gisela, wann hat der Mann zum letzten Mal dir einen Zungenkuss gegeben? Sag es. Sag es. War es heute Morgen? Für dich singe ich jetzt dieses Lied. Für dich ganz allein. Wenn du Lust hast, komm heute mit auf mein Hausboot. Es ist schön warm da. Ich habe ganz frisches Heizöl gekriegt. It's so sad to be alone. Fototermin und Autogrammstunde.
Die Szenerie könnte auch traurig sein, so Billy-Billig-mäßig. Ist sie aber nicht. Der Mann ist eben nicht nur Künstler, sondern ein Frontschwein. Ich will da auf die andere Seite. Ja, du doch. Ohne Tasche. Ach, ihr mal mit scheiß Weiber machen immer gleich Beschwerden. Hast du die Tasche? Guck dir das mal an. Das ist eine Platte. Ich glaube, die zweite oder dritte Platte. Das ist gut. Nein, das ist ein super gutes Lied. Auch hier, Intercity-Linie Nummer 4. Oder auch dieses Lied, ja, mit dem Hammer in der Hand, ist eines meiner besten Alben, mit 24 Jahren geschrieben. Mit dem Hammer in der Hand. Weil der Hammer ist das Symbol für Aufbau und Kaputtschlagen. Das finde ich also großartig, dass ich, wie ich überhaupt auf so einen Quatsch gekommen bin, so was Großartiges. Ne? Da bin ich heute wirklich dankbar, dass der liebe Gott mir diese Gabe gegeben hat. Das finde ich wirklich schön. Schatzi, ich schreibe es hier noch. Ne? Wie heißt du denn? Uschi. Uschi, mach keinen Quatsch, ne? Richtig. Du Arme, dass du den Namen hast. Jede Wette, Gunter Gabriel wird Dschungelkönig. Dann kann er sich wieder neu erfinden. Es wäre nicht das erste Mal, nur durchhalten muss er.